Du kannst auch mal googeln, Saxe Better Vanilla, da kommst du, da gibt es auf seinem Discord, hat er da auch alle möglichen Sachen drauf, die du runterladen kannst. Da gibt es auch die normale Better Vanilla. Ohne dieses, ohne diese langsamen Zombies, sage ich jetzt mal. Die auch ganz cool ist, die wir auch vorher gespielt haben. Und jetzt ist halt mal mit der Walking Dead, ist halt dann nochmal ein ganz anderer Anreiz. So, und ich kann mal kaputt machen. Zack. So. Hör zu. Das ist Mobbit. Aber deine Version gibt es da nicht. Nee, nee, die gibt es da nicht. Also da gibt es die Better Vanilla Walking Dead Vanilla Version. Die wir haben, die gibt es nirgendwo. Ich könnte höchstens mal, ich weiß gar nicht, was alles für Mods da drauf sind. Da müsste ich erstmal einen Frosty fragen, was der alles für Mods drauf hat. Aber da gibt es unter anderem die Mod hat er drauf, dass man halt die Stacheln wieder aufheben kann, wenn man sie repariert. Und dann glaube ich noch Fahrzeuge hat er dazu gemacht. Aber so im Großen und Ganzen, es sind bloß drei oder vier Mods, die er, ne, fünf Mods, die er mehr drauf hat. Ansonsten ist alles von der Walking Dead, sage ich mal, schon so fertig. Das Inventar und so weiter, das ist alles schon in der Walking Dead Mod mit drin. So. Tack. So, was haben wir hier? Waffentaschenlampe, das wäre was für ein Frosty. Eck, weg, weg, weg. Die kann Frosty, weiß ich nicht, inwiefern er die benutzen kann, will, darf, möchte. Die kann ich nicht verkaufen. Naja, auch nicht verkaufen. So, wir haben jetzt 3200. 3200. Glaube, es macht schon Sinn, wenn ich den Bauplan lerne für die Kalaschnikow. Ah, die kostet 2,4. Dann brauchen wir erst wieder Maschinengewehrteile und den ganzen Spaß. Nee, das bringt nichts. Das macht keinen Sinn. Kann man diesen Frost irgendwie anschreiben oder sonst irgendwie fragen? Ja, du kannst, aus seinem Discord-Channel. Geh am besten mal, gib mal in Twitch Neuronenfrost ein. Und da kannst du auf seinen Discord-Kanal und da kannst du ihn mal anschreiben. Einfach Neuronenfrost. Warte, ich schreib's mal in den Chat rein. Neuronenfrost. Wenn du den mal den bei Twitch eingibst, da kannst du dann auf seiner Startseite auf seinen Discord und da kannst du ihn, denke ich, mal anschreiben. Er kann dir bestimmt alles sagen, was er alles drauf hat. So, hier haben wir alles leer gelootet. Sehr gut. Dazu. Ach so, jetzt haben wir keine neue Quest angenommen. Das macht natürlich Sinn, ne? So. Ja, mach mal vergrabene Vorräte. Oh, kein Ding, alles gut. Kein Ding. So, vergrabene Vorräte da hinten. War ja klar. Ich hasse diese Quest eigentlich, aber was willst du machen, ne? Du musst sie ja machen, bringt ja alles nichts. Das Vorratsgedöns. Die Leine. Klar, dass hier wieder alle rumlungern. Geh weg. Wo ist er? Bettina!
Jawohl. Wie ich es hasse. Wie ich es hasse, diese Buddel. Die Dönster. Schon mal relativ nah dran, es leuchtet rot, ne? Oder auch nicht. Ah, doch, da ist es doch. Und zack. Hello, Darkness, my old friend. Wir haben es halt doch relativ gut gefunden, ne? Hätte ich ja jetzt nicht erwartet. Ich kann nicht so ein Rasenmäher fahren, ey. Ich finde die so geil. Ist unter anderem auch eine der Mods, dass er diese Rasenmäher mit rein hat. Diese kleinen Aufsitzrasenmäher. Die kann man dann auch anscheinend irgendwie bauen. Was ist denn jetzt? Die kann man anscheinend auch irgendwie bauen und dann damit rumfahren. Aber wir haben noch keine gebaut. Oder? Albi, alte Wurst, schaut. Du machst das schon. Ich muss weiter. Kevin! Kevin. So, den habe ich schon gelootet. Dann gehen wir nochmal zum Händler und dann gehen wir kurz heim, müllen uns aus, die Geschichte. Dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas bauen können. Aber ich glaube, der Frosty hat schon alles gebaut, ne? Mal gucken, aber vielleicht können wir irgendwas anschmeißen. So, Molotovs sind auf jeden Fall eine gute Geschichte. Irgendwas von die bekommen. Ja, die sind an sich nicht schlecht, ne? Ne, die behalten wir. Die behalten wir, haben glaube ich noch einser daheim. Eine Werkbank oder so noch, wenn wir noch eine brauchen. Das ist gar nicht verkehrt. Der ist ein Turm. Das sah aus. Das schaut so krank an. Da würde ich so gern rein. Und das Shotgun. Aber da gehen wir definitiv runter. Ich finde, die Städte haben sie so schön gemacht, ne? Gut, es ist jetzt auch in diese Gebäudemod mit drin. Aber an sich auch die Vanilla-Städte. Die haben sie echt schön gemacht. Bin echt gespannt auf die Alpha 21. Da bin ich echt gespannt. Wenn sie die Fahrzeuge haben, sie glaube ich jetzt nochmal überholt und alles. Da bin ich auch gespannt, ey. Hallo. Sorry, Betty. Könnt ihr nachher einmal kurz eine Schusswaffe mitnehmen und es mal ausprobieren. Inwiefern wir die alle pullen. Da können wir ja mal kicken. Und hoch. Zement. Haben wir hier noch Steine, die können wir rein. Jetzt haben wir hier nochmal Zement. Was haben die alles reingeschmissen, ey? Glasblöcke. Ah, okay, ich verstehe. Aber nicht viel Eisen, okay. Messing. Da wir haben mehr Eisen gefunden. Das ist ja fast ein bisschen traurig. Wa? Messing haben wir ordentlich gefunden.
hier. Und hier. Ach, hier sind die Knochen, okay. Dann nimm doch mal die Hälfte der Knochen mit. Die können wir auch nicht was reinschmeißen. Zack. Hier haben wir nichts. Hier haben wir noch ein bisschen was. Gasolina brauchen wir selber. Hier ist noch nichts drin. Verkaufen. Das können wir auch verkaufen. Das Moped müssen wir wegpacken, sonst verkaufen wir das auch noch. Ganz im Ernst, die Scheiße braucht auch keiner. Können wir auch verkaufen. Genauso wie das können wir auch verkaufen. Komm, lass uns mal eine Pistole mitnehmen. Können wir nachher mal gucken. Dich packe ich mal hier rein. Dich, 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 dich und dich. Da kann der Frosty da mal gucken. Ach, da hatte ich nochmal zwei. Okay. Ja, egal. Buch. Haben wir noch einen Motor oder sowas? Nee. Molotovs habe ich gekriegt. Erste Hilfe ist drin. Da haben wir nichts. Okay. Da haben wir auch nichts. So, die Essenskiste. Zack. Maiskolben können hier mit rein. Du kannst hier mit rein. Die Pilze können hier mit rein. Eier. Wobei die essen wir gleich. Komm, dann sind sie weg. Zack. Das können wir rein. Das können wir rein. Hier lassen. Die können wir scrappen. Die zwei können wir auch scrappen. Roter Tee. Oh, passt schon. Passt schon, passt schon. Ist durchgelaufen. Lehm haben wir noch. Blei ist. Da können wir ein bisschen Lehm mit reinklatschen. Messing. Und zack. Da haben wir noch Eisen. Zement. Jawohl. Zack. Da können wir was raushauen. Den Käse. Wo haben wir Munition hin? Weiß ich gar nicht. Hey, wo haben wir Munition eigentlich? Frosty, wo ist die ganze Munition? Keine Shotgun-Munition mehr? Okay. Und da ist der zweite Basie. Genau. Kleber muss auch noch mit hier rein. Kerzen schmeißen wir hier rein, keine Ahnung. Verdorbene Fleisch. Hat hier nichts zu suchen. Ich schmeiße es trotzdem rein. So. Wir probieren es mal aus. Haben wir noch einen Punkt? Ja, wir haben noch einen Punkt. Tiefe Wunden. Zack. So können wir jetzt das Katana herstellen. Da. Ja, können wir herstellen. 75 Stahl. War's dann?
Weil wir haben keinen Stahl. Haben wir das Zeug irgendwo? Stahl hat er wahrscheinlich schon aufgebraucht, ne? Ja, brauchen Crucible. So. Gehen wir mal raus aus der Street. Dann suchen wir uns mal ein Opfer und dann probieren wir es mal. Gehen wir mal in die Tiefgarage nahe. Ja, ist ja wieder der Vorführeffekt, jetzt wird ja nirgendwo einer, ne? Mich rollen? Jetzt ist wieder keiner da. Der typische Vorführeffekt. Da hinten sind jetzt welche, aber da habe ich keinen Bock. Ich würde erstmal hier die Solarstation hier abbauen. Die bringt ordentlich was. Okay. Ausdauerkosten sind ja aber auch übel, ey. Wahnsinn. Das ist ja, gleich sind alle hier activated. Hopp. Okay. Ja doch, guck, sie kommt schon angelaufen. Er ist noch verwirrt. Oder auch nicht. Ich blick's nicht. Komm her. Sie kommt an. Da hinten, siehst du? Von ganz da hinten kommen sie angelaufen. Ja. Die kommen von überall jetzt. Okay, nee, dann lassen wir das. Ich hab's ausgetestet. Er kommt nämlich auch angelaufen. Ah, verpiss dich! Verpiss dich! Ah. Okay. Jetzt hast du halt alle gepult, ne? Und die hören halt auch jetzt immer auf. Die laufen dir jetzt hinterher. Bis du tot bist. So gefällt's mir besser. Ah, okay. Ja, siehst du, die sind jetzt alle gepult worden. Nur vom Schießen. Boah, der mit seinen langen Armen. Mir gefällt's mit dem Schießen auch besser, aber jetzt kommen halt. Jetzt hast du halt wirklich alle am Arsch hängen, ne? Die lassen nicht locker. Wow. Ist hier noch einer? Hallo, Ausdauer. Maggie, geh weg. Ich muss mal Käffchen trinken hier. Ich muss mal Käffchen trinken. Jawohl, siehst du, mit dem Kaffee. Mit dem Kaffee geht's gleich besser. Jawohl. Gefällt's mir auch besser. Leck mir die Frösche, geht's dir bestimmt gleich gut ab, ey. Ich habe immer Schiss, wenn du in so Häuser reingehst, dass dann der Boden einkracht. Das sind immer so Indizien dafür, dass der Boden gleich einstürzt.
WTF. Was war das? Was war das? Stimmung! Hau ab, ey. Was ist denn hier los? Also hier ist anscheinend guter Stuff versteckt, hä? In so einem unscheinbaren Häuschen hier. Hau ab, Wolfgang. Wolfgang, lass es. Wolfgang, wir brauchen Stahl. Käse in der Dose. Sind die alle? Albi? Ah, okay. Ja, geh ruhig raus, alles gut. War jetzt irgendwie so scharf drauf. Hab ich da draußen schon wieder einen Geier gehört? Grüne. Ja, andere Albi, weißt du, kommt er wieder angeschissen hier. Jetzt ruhig draußen. Hallo, hör auf, rumzuglitschen. Ja, du. Sobald irgendwie der kleinste Lärm ist, kommen sie hier angeschissen. Oh. Erik, lass das. Erik, ich brauche mehr Ausdauer. Oh, Armschienen. Oh, leck mich am Arsch, was ist los? Jetzt sind sie wahrscheinlich alle von oben runter. Alter, hau ab, ey. Also sorry, aber da, das geht nur mit Stacheln. Zieh mal die Militärs an, ey. Hau ab. Huch. Kurzer Rookie-Party. Ist hier nur einer? Hab ich schon. Hallo. Hau ab. Hau ab, hab ich gesagt. Sind da noch mehr? Also da unten muss echt was Gutes sein, ne? Hier! Der lebt ja auch noch. Okay, kannst du alle nicht mitnehmen. So, jetzt hoffen wir mal, dass hier unten... Willst du mich rollen? Hast du es gesehen? Leck mich, was ist denn das für ein Gebäude? Was ist denn hier los, ey? Wo kommen die ganzen Typen her? Komm da her. Natürlich. Natürlich. Wie die Diablo. Oh shit. Das war's mit der Ausdauer. Hau ab. Jetzt verleitet mich, weil ich eine Pistole dabei habe, die ganze Zeit zu schießen. Warum treffe ich jetzt so die Blätter? Kannst du froh sein, dass keiner da ist. Huch! Hau ab, ey! Was gibt's denn nicht, ey? Alter, sag mal, wie stabil bist denn du? Na also. So, Dickerchen. Oh! Durch die Spikes, hä? Sehr gut. Peter. Klingt noch ein Tony. So. Sind jetzt vielleicht mal alle hier tot? Ich habe Angst. Okay.
Hau ab, ey. So, was ist denn hier los, ey? Okay. Okay. Bringt mir alles nichts. Kann ich noch tragen? Habe ich hier schon was? Ne, die kann ich auch tragen. Okay. Oh, sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal nicht gut. Ist er gewusst. Ah, ist er gewusst. Ja, hau ab, ey. So, wie viel sind denn hier? Hier ist aber auch guter Stuff drin, ne? Du dreckig. Alter. Geh weg. Mach den Lootsack nicht kaputt. Jawohl. Stahl ist schon mal gut. Brauchen wir ja fürs Katana. Alter, was sind das für ein Gebäude hier? Es ist so, ne, manchmal sind so diese kleinen, unscheinbaren Gebäude, die haben es in sich. So, jetzt finden wir hier noch ein Crucible und dann ist hier... Dann ist hier die Sache geritzt. Das wäre richtig nice. Wie das Häuschen in der Wüste bei Resident Evil. Ja, das stimmt. Das sind immer diese kleinen, unscheinbaren Dinger, die dann doch viel Böses in sich haben. Ja, das sind zwei. Okay. Ja, natürlich. Oh Gott. Willst du mich rollen, ey? Kommen die jetzt von oben? Ne, die kommen von unten, oder? Guck dir das an, ey! Guck dir das an! Ah! Piss sie, ey. Das ist ja die Hölle! Achso, weil der Polizist schon spuckt, ne? Hallo, Döni. Döni Macaroni. Hau ab, ey! Ne, das geht gar nicht anders. Hau ab, ey, das geht nicht anders. Das ist ja die Hölle. Sie ja da so gleich von oben was kommt. Okay, von oben kommt schon mal nichts. Oh, Kopf ist explodiert. Alter, wie kommen denn da? Das ist ja der Wahnsinn. Das ist der Abwarte. Das macht. So, wie viel ist denn das? Wahnsinn. Die Hölle, ey. 3 Stunden später, ja. Gibt immer, das wird immer mehr. So, ich hoffe, das hört oben keiner. Ansonsten haben wir gleich ein Problem. Ja, wahrscheinlich, ne? Kannst du haben, ja. Alter!
Wie weit die vorkommen, ey. Und da kommen noch mehr. Da kommen noch viel mehr. Ja, ich sehe Morbus ballert rum, das ist nicht gut. Alter, ich bin in einem kleinen Häuschen. Rossi, ich bin in einem kleinen Häuschen. Ich bin tot. Alter. Alter, ich bin in einem kleinen Häuschen und hier ist die Hölle. Guck mal, das ist einfach nur so ein kleines Scheißhäuschen hier. Das ist einfach nur hier so ein kleines Holzhäuschen. Und hier kommen 80 Millionen Zombies hier raus. Muss weg, ciao. Alter, die Hölle, ey. Frosty, ich hab Angst. Ich brauch dich hier. Das sind so viele Cops, das ist der Wahnsinn. Ist halt ein tiefer Keller, ja. Was ist für ein riesen Keller hier, ey? Einzige Vorteil ist... Alter, der ist kaum beschädigt von den Spikes, die zu mir rollen. Gib dir das mal, das nimmt kein Ende. Ah, ich hätte die Ding mitnehmen sollen, ne? Oh, fuck. Ich hätte die... Ja, die Molotovs mitnehmen sollen. Alter, wie viele? Wie viele? Keine Ausdauer mehr. Hilfe! Finde ich aber auch irgendwie ganz praktisch. Dann kann man gemütlich durchlaufen, man muss nur noch... Ja, das stimmt wohl, ja. Da hast du recht. Das ist die andere Seite, ja. Aber es ist schon heftig, ey. Leck mich am Arsch. Alter! Jetzt muss ich mal gucken, dass ich irgendwie... Kommen wir die Stacheln da dran, ne? Doch, hier. Auf jeden Fall sind unten noch Hunde. Hunde und Schlangen oder irgendwas höre ich. Aber das mit der Stachelbot ist ganz gut, Frosty. Das hast du gut gemacht, dass man die aufheben kann. Finde ich sehr gut. Macht definitiv Sinn, ey. Reparieren, reparieren. Vor allem, ich war schon hier unten. Alter. Fast nicht durch die Verstieg. Was wird denn hier? Ah, okay. Aber bist du immer noch an der Küste? Du guckst mich hier auf dem Handy. Jawohl. Und wie ist das Wetter wenigstens? Wenigstens gutes Wetter, Frosty. Auch wenn es windig ist. Alter, die Hölle, ey. Willst du mich rollen? Das Gebäude ist echt heftig, ey. Wetter ist geil, okay, sehr gut. Freut mich. Oh, ich habe keine Munition mehr. Das ist ja dumm. Hinüber. So, können wir es jetzt mal sein lassen mit der dramatischen Musik? Kann ich so was essen? Oh!
grabben. Vergrooven. Irgendwas schlägt hier noch. Wir fahren erst so gegen 17 Uhr nach Hause. Brauchen ja ca. 45 Minuten. Ah, okay. Sehr gut. Genießt da wenigstens den schönen Tag. Finde ich gut. Guck dir mal, hier waren die alle gestanden, ne? Hier waren die alle drin. Boah, ist das übel, ey. Ist ja abnormal. Irgendwas auf jeden Fall noch eine. Ah, hier geht's doch. Alter, boah, hier geht's doch weiter. Ich hab Angst, dass ich hier gleich durchfall. Aber das wäre eigentlich auch ein geiles POI für uns. Jetzt mal ohne Scheiß. Das wäre eigentlich ein geiles POI für uns, Frosty. Das ist am Arsch der Welt unten. Allerdings ist halt immer das Problem, wenn du unten bist, wenn dir einmal eine Horde kommt, du kriegst sie halt nicht weg, ne? Weil die alle nach unten gehen. Aber an sich ist schon ein geiles POI. Wo ist die andere? Nehmen wir gleich mit. Oh, hier ist nochmal ein Haufen Moon. Ah, sehr gut. Mal gleich nochmal durchladen. Wahrscheinlich da runtergefallen, ne? Ich will Samstag mal auf den Fernsehturm? Ja, können wir gern machen, klar. Sehr gerne. Sehr gerne. Vor der Hordennacht am besten noch, ne? So. Hoffen wir mal, dass wir es gleich alles was trinken, ja. Ganz trockenen Mund. Zack. Hallo. Es gab übrigens, Frosty, es gab hier schon die erste Anfrage für deine Walking Dead Frosty Edition Mod von Bombom Shoggy. Ich glaube, hat dich auch schon auf Discord angeschrieben. Sehr interessiert an deiner Mod-Zusammenstellung. Ach komm, ey. Kommt gut an. Auf jeden Fall. Hatte er bereits? Ah, okay. Wie ist es so mit 4-Stunden-Tag? Ja, ja, ja. Ja. Also wir können es ruhig gesehen. Also, okay. Also wir können es ruhig auf 2-Stunden-Tag machen. Boah, jetzt leckt mich doch an die Füße. Ey, was ist denn? Ja, aber war so klar, ne? Wir können es ruhig auf 2-Stunden-Tag machen. 4 ist mir fast zu lang. Also finde ich persönlich. Jetzt zum Rauszögern ist es ganz okay, dass wir die Hordennacht zusammen machen, aber so an sich. Komm her, du Sau. Komm her. Scheiße, Alter! No digáis nada, no os entenderí. ¡Alter! ¡Será banana!